So. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir teilweise das Gehirn abgedeckt haben, beziehungsweise es unscharf gemacht haben. Das hat aber auch einen ganz besonderen Grund. Genau, das ist das Gehirn eines Menschen. Und dieser Mensch hat natürlich auch über den Tod raus Persönlichkeitsrechte. Und das Gehirn ist ein Stück weit so individuell wie ein Fingerabdruck. Heißt also, obwohl das Grundmuster der Furchen und Windungen bei allen gleich ist, haben wir doch sehr viel individuelle Varianz, um das mal so zu demonstrieren. Hier haben wir eine große Furche, den intraparietalen Sulcus. Und wie der jetzt genau liegt, dass er sich hier so windet, das ist bei dieser Person anders als bei Ihnen, anders als bei mir.